Moin zusammen. Wer kennt das nicht? Man hat gerade in der Erde irgendwo ein Kabel verlegt und jetzt weiß man gar nicht mehr, wie lang das ist und ob da vielleicht beim Verlegen irgendwo was kaputt gegangen ist. Ihr sagt jetzt, das kann mir ja gar nicht passieren, aber gerade im betrieblichen Umfeld, wenn man das als Servicetechniker jeden Tag macht, kommt das häufiger vor, als man glaubt. Und dafür ist in diesem weißen Karton das Metra-Kabel TDR Pro von Gossen Metrawatt. Unterstützt euch genau bei diesem Problem, nämlich Kabelfehlerortung und Kabellängenmessung. Und wir schauen uns mal an, wie das Gerät so aussieht, was man damit so machen kann und wer das am Ende eigentlich braucht. Von außen relativ unscheinbar, deswegen gucken wir jetzt lieber auch mal rein. Und wir sehen, in diesem Karton befindet sich eine Tasche. Oh, Karton kann weg. In dieser Tasche, mit einem sehr stabilen Klettverschluss, befindet sich unser Messgerät, was wir gleich nochmal angucken werden. Ich möchte erstmal schauen, was da alles noch so mit in dieser Tasche drin ist. Da hinten ist nichts mehr, da ist auch leer. Auf jeden Fall schon mal eine sehr stabile Tasche. So, hier haben wir noch ein bisschen Messleitung. Ich gucke da gleich im Detail nochmal rein. Packe erstmal alles hier auf den Tisch. Dann haben wir die noch und die Anleitung. So, Tasche haben wir gesehen. Die kommt jetzt auch erstmal weg. Also, Anleitung, einmal Deutsch, einmal Englisch. Die kommt ein bisschen zur Seite, die brauchen wir gerade nicht. Wir haben, fangen wir mal von rechts an. Einmal unser Messgerät, das Metra-Kabel TDR Pro. Erkläre ich gleich ein bisschen was zu. Wir haben Messspitzen mit normalen 4 mm Sicherheitsbuchsen, die ich dann eben auch anschließen kann. Wir haben zwei Krokodilklemmen und wir haben einen Adapter für Koaxialkabel, dass ich den als normalen, ja, an normalen BNC-Stecker anschließen kann. Und am Ende nicht zu vergessen auch die Batterien. So, die ganzen Messteile kommen jetzt mal zur Seite, denn der Kollege, um den es heute geht, ist natürlich das Gerät an sich. Was ist das überhaupt? Das ist ein Messgerät, mit dem ich Kabelfehler orten kann und Kabellängen messen kann. Und zwar mit Hilfe des sogenannten Time Domain Reflectometry Verfahrens. Das heißt, das funktioniert wie ein, ich sag mal, Radargerät. Ich habe Messgeräte, zum Beispiel den Kleintools Network Tester, den wir in einer der letzten Folgen hatten, der misst Kabellängen anhand eines kapazitiven Messverfahrens. Das geht auch, ist allerdings nicht ganz so genau wie das TDR-Verfahren. Dabei werden elektrische Impulse in die Leitung eingespeist und anhand der Laufzeit, die diese Impulse brauchen, um wieder zurückzukommen, werden eben Kabellängen gemessen und auf Fehlerstellen genau aufgespürt. Das kann dieses Messgerät übrigens für Kabellängen bis 14 Kilometer und Fehlerstellen können auf 30 cm genau eingegrenzt werden. Also gerade wenn ich ein Erdkabel messe, dann sehe ich relativ schnell und relativ direkt, wo ich vielleicht nochmal buddeln muss, wo ich vielleicht eben nochmal ein Kabel auftrennen muss. Von daher einfach ein sehr, sehr genaues Messverfahren und in diesem Gerät würde ich sagen fast perfektioniert. Was mich daran am meisten überzeugt, noch einmal zum Innenleben, ich kann damit, haben wir gerade gesehen, sowohl die Koaxialkabel als auch zum Beispiel normale Netzwerkdoppeladern messen, aber auch Stromkabel. Also klar, ne, immer an den spannungsfreien Leiter anschließen und nichts an was Spannungsführendes, muss die Leitung natürlich auftrennen, aber das ist auf jeden Fall was, was mich sehr überzeugt. Dann wollen wir einmal die Schutzfolie hier abziehen. Wenn es doch schon so schön hier drauf steht, dann muss ich nur gucken, dass ich da auch wirklich in die Ecke komme. So, der klassische Auspackmoment ist also doch noch da. Ich habe hier relativ wenig Knöpfe. Ich habe einen Escape-Knopf, einen Select-Knopf, ein paar Pfeiltasten und die On-Off-Taste. Man sieht, das ist hier auch so eine etwas leicht gummierte Oberfläche. Ich kann das verstehen, warum, ne? Dass man natürlich, wenn man jetzt schmutzige Hände hat, das auch einfach danach nochmal gut abwischen kann. Aber gerade wenn man jetzt, so wie ich, der ja immer super vorbereitet ist, einen Handschuh trägt, weil man gerade irgendwo draußen unterwegs ist und Handschuhe da vielleicht auch vorgeschrieben sind, und ich habe das Gerät hier jetzt in der Hand, dann ist es nicht so ganz leicht, hiermit wirklich auch einen Knopf zu treffen. Bei den beiden hier geht das noch, aber sobald ich mich hier an diese Pfeiltasten mache, naja, da treffe ich vielleicht nicht immer unbedingt und das Feedback, was ich da rauskriege, ist jetzt auch nicht optimal. Also mit Handschuhen das Teil zu bedienen, das ist ein bisschen eine Herausforderung. Kommt am Ende auch auf den Handschuh drauf an und wie geübt man vielleicht mit
damit mit dem Gerät am Ende dann auch ist. Ich finde, es ist erstmal okay. Einmal kurz auf die Rückseite gedreht, da sehen wir haben hier gummierte Standfüße, sodass ich das, wie eben gezeigt, einfach richtig schön auf dem Tisch stabil ablegen kann. Ich habe hier eine Schlaufe, die eben sichern soll, dass mir das Gerät nicht runterfällt, kann ich einmal umbinden. Ich habe hier einen Bügel, den ich ausklappen kann. Den kann ich nicht bis ganz nach oben ausklappen, also ich kann das Gerät nirgendwo hinhängen, sondern ich kann es damit dann wirklich nur irgendwo hinstellen, wenn ich an meinen Anschlüssen hier oben dann eben auch was dran habe, dann gehen die schön nach vorne weg. Und ich mache mir hier unten, habe ich einfach nicht so ein Gefummel mit irgendeinem Kabelgewirr. Und hier unten drunter haben wir das Batteriefach, das werde ich jetzt auch gleich mal öffnen und den Kollegen mal bestücken mit Batterien und dann auch anwerfen. Ansonsten zu den inneren Werten lässt sich noch sagen, wir haben jede Menge Funktionen. Ich kann, das werden wir gleich sehen, mir das als richtige Grafik anzeigen lassen, eben diese Kabellänge und wo vielleicht der Fehler ist. Ich kann da reinzoomen, rauszoomen, ich kann das einfrieren, sodass ich mehr Zeit habe, mir das Ergebnis anzugucken. Ich kann zwei verschiedene Kurven übereinander legen und kann da einfach so eine Referenzbetrachtung machen. Also ganz, ganz viele Funktionen auf jeden Fall da drin, die mit diesem TDR-Verfahren dann auch gemacht werden können. So, 4 Mignon-Batterien gehören hier rein. Einige werden sagen, warum ist das denn nicht akkubetrieben? Ich finde es tatsächlich so ein bisschen schöner, weil eine Batterie, gerade wenn ich draußen irgendwo unterwegs bin, auf der Baustelle im Einsatz, dann habe ich schneller mal eine Batterie gewechselt als einen Ersatzakku mitgenommen, der vielleicht am Ende auch im besten Fall nicht geladen ist. Also ich bin immer noch ein großer Freund von Batterien, auch bei so hochwertigen Messgeräten. Dann schalten wir die nochmal an. So, ich wurde einmal gefragt, die Uhrzeit einzustellen. Ich überspringe das jetzt einfach mal. So, und schon sehe ich noch nicht ganz so viel, aber ich sehe auf jeden Fall schon mal eine Kurve, die zur Kurve werden kann, wenn ich da so ein richtiges Kabel dann auch mal angeschlossen hätte. Und ich kann jetzt eben hergehen und wenn ich dann Kabel dran hätte, man sieht es oben, da wird eben geschaut, wie lange ist denn überhaupt das Kabel, an welchem Punkt befinde ich mich jetzt gerade. Ich kann jetzt hier eine bestimmte Stelle in 30 cm Abständen auswählen, die ich mir näher angucken möchte. Ich könnte auch über die Länge zum Beispiel gehen und sagen, mein Kabel ist aber doch ein bisschen länger. Ich kann hier reingehen und kann dann auch noch zoomen, wenn ich mir bestimmte Verläufe etwas genauer angucken möchte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kabelfehler hier drin hätte, dann würde ich eben auch diese Ausschläge sehen. Kabelfehler kann alles sein. Das kann sein, dass ich irgendwo einen Kurzschluss habe, dass ich ein offenes Kabelende habe, dass Wasser irgendwo eingedrungen ist, dass ich einfach, dass der Querschnitt nicht mehr passt. Und das kann ich mit diesem Gerät alles erkennen. Wie gesagt, auf 30 cm genau, was ich bei einer Längenmessung von 14 km schon richtig beachtlich finde. Ansonsten von der Haptik her finde ich das Gerät gut gelungen, also schmiegt sich gut an die Hand an. Über das Tastenfeld hatten wir kurz schon gesprochen. Ich finde es für meine Verhältnisse tatsächlich etwas zu leicht. Selbst jetzt, wenn die Batterien drin sind, ich hätte mir da zumindest ein bisschen mehr Gewicht gewünscht. Einfach damit man das auch wirklich sicher in der Hand halten kann. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Gerade wer damit den ganzen Tag unterwegs ist, der freut sich vielleicht, wenn es nicht ganz so schwer ist. Aber für meine Belange hätte es tatsächlich noch etwas mehr Gewicht vertragen können. Ansonsten, wie ich finde, aber rundum ein gelungenes Messgerät. Wie ich finde, ein wirklich tolles Messgerät, sehr speziell, also erfüllt natürlich auch wirklich nur diesen einen Einsatzzweck, ne? Eben Kabellängenmessung und die Kabelfehlerortung. Dafür ist es, wie ich finde, aber wirklich unabdingbar. Gerade wenn man die Auswahl hat in seiner täglichen Arbeit, ein kapazitives Messgerät oder eins mit dieser Zeitbereichsreflektometrie zu verwenden, dann würde ich immer die paar Euro mehr ausgeben und auf so ein Gerät setzen. Ein paar Euro ist gut gesagt, also wir reden hier bei diesem Gerät von knapp über 800 Euro, die es dann am Ende kostet. Kapazitive Messgeräte bekomme ich teilweise schon für knapp unter 100 Euro. Und da muss man auch abwägen, was einem in der täglichen Arbeit wichtiger ist. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne liken, Kommentare sind sowieso immer erwünscht und natürlich auch nicht vergessen zu abonnieren und das Glöckchen zu betätigen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Yo.